Eigenverantwortung? Das ist nur ein Ausdruck von toxischer Männlichkeit. I'm sorry. Ich entschuldige mich für mein Privileg. Harte Arbeit? Das klingt sexuell verletzend. Frauen haben gern einen Mann, wo sie wissen, er ist physisch nicht in der Lage, sie zu beschützen. Dann fühlen sie sich sicherer. Das Patriarchat will, du denkst, ein richtiger Mann zu sein, heißt, du hast die Stärke und bist unser Beschützer. Falsch. Das ist toxische Männlichkeit. Und daher, das ist, warum wir für Sozialismus eintreten. So als menstruierende Männer muss der Staat sich um uns kümmern. Sorry, dass ich eben einen Knochenbau habe, der mich zu männlich fühlen lässt. Manchmal. Nein, ich denke, wir brauchen mehr Zensur. Denn ohne sie würde dich davor schützen, selbst zu denken. Ich identifiziere mich als cisgeschlechtlicher Mann, der derzeit Heterosexualität erlebt. Sprich, er hat Angst. Und dafür Entschuldigung. Das sehr Vielfältige von mir, nicht verschiedene Leute zu sein, während ich gleichzeitig ich selbst bin. Aber wollen Männer Sex mit mir, dann mache ich es. Ich habe das Gefühl, es wäre unintegrativ, Nein zu sagen, nur weil sie ein Mann sind. Es ist gemein, Grenzen zu setzen. Einmal in einem Club nach einer BLM-Demo. Eine Person sprach mich an und fragte, ob ich mit möchte. Ich sagte, nein. Ich erkenne mich gerade selbst nicht als homosexuell. Und diese Person war verletzt und sagte mir, sie sei eine Frau. Und das, nur weil sie einen Penis hat, sei sie nicht weniger Frau als eine andere Frau. Sie hatte recht. Meine toxische Männlichkeit verletzte jemanden. An dem Tag sagte ich, nie wieder. Ich will immer ein netter Typ sein und das Richtige tun. Und dann große Entschuldigung an die nette Frau. Und ich saugte ihren... Ich verbringe viel Zeit mit TikTok. Ja, ich mag nicht immer meine Beine benutzen, weil Gehen nur ein Zeichen deines Privilegs ist. Und ich mag nicht das Gefühl von Mühe. Aber ich sehe Männer stark und selbstbewusst. Ich sehe Vergewaltiger. Arbeiten? Arbeiten ist nicht mein Job. Und außerdem, Anreizchecks und Arbeitslosigkeit sind besser für die Charakterbildung. Harte Arbeit führt zu Privilegien. Menschen, die Jobs haben, sind solche, die denken, die verdienen, was sie kriegen. Falsch. Etwas verdiene ich auch, was sie kriegen. Kapitalismus ist so korrupt. Menschen belohnen basierend darauf, wie hart sie arbeiten. Nun, manche Leute mögen nicht hart arbeiten. Es ist so ungerecht. Kommunismus sieht aus wie eine schöne Lebensweise. Ich bin neidisch auf die Chinesen. Katzen sind zu maskulin für mich. Zu lernen, wie es ist, ein Mann zu sein von Männern, hält das Patriarchat aufrecht. Das ist eklig. Ich denke, es macht mehr Sinn, von Frauen zu lernen, wie man ein Mann ist. Ich sehe den Blick. Ich rede nicht mehr mit meinem Vater oder Großvater. Ich versuche mich selbst vom Patriarchat zu distanzieren. Kultureller Marxismus ist nicht real. Das ist nur eine rechtsradikale Verschwörungstheorie. Wenn du nicht menstruierst, bist du komplett infiziert mit toxischer Maskulinität. Die Kernfamilie ist nicht so wichtig. Umgänglich zu sein ist, was das Mannsein ausmacht. Freiheit ist egoistisch. Deswegen hasse ich Amerika. Ich lese gerade das Kommunistische Manifest. Und da stehen ein paar ziemlich gute Punkte drin. Ich wünschte, dieses Land wäre mehr wie Venezuela. Ich glaube, wir werden nach Kalifornien ziehen. Lies über Gott. Kannst du sagen, Falschinformation? Ich denke, ich schaffe ganz gut sichere Räume. Heiraten, Familie gründen, Kinder großziehen. Nein. Hast du keine Ahnung, was das mit dem Planeten machen würde? Wir sind gerade in der Mitte einer Klimakrise. Das, was ich versuche, meinen Testosteron-Level tief genug zu halten. Also selbst wenn ich wollte, wäre es mir nicht möglich, eine Frau zu schwängern. Ich versuchte, schwanger zu werden, aber ich habe Probleme. Ich weiß nicht, was falsch bei mir ist. Frage. Ich dachte, du wolltest keine Kinder in diese Welt setzen. Nein, ich tue es nicht. Ich möchte nur schwanger sein, um abtreiben zu können. Ich möchte wirklich abtreiben. Oh ja, ich mag, was es mit mir machen würde. Eines Tages hoffe ich, eine Frau zu finden, die mir sagt, was ich tun soll. Dann kann ich mein Bestes tun, ihr zu gefallen, damit ich mich geliebt und wertgeschätzt fühlen kann. Ja, Männlichkeit und Weiblichkeit. Man braucht Polarität im Leben. Aber wenn wir nun die Männlichkeit los würden und wir alle nur die gute Polarität hätten, für sich selbst zu denken, führt einfach zur Erde. Ich kann mir nichts Gefährlicheres vorstellen. Die Verfassung ist nur ein Handtuch für gefährlichen Extremismus. Ich glaube, es braucht einen Haufen Mut, Behörden zu gehorchen. Echte Männer tun, was man ihnen sagt. Wenn ich ein Superheld wäre, dann wäre meine Superkraft Gehorsamkeit. Das ist, was ein echter Mann ist. Wenn wir die Aufmerksamkeit auf die Medien, Hollywood und soziale Medien legen könnten, dann bin ich ziemlich optimistisch, dass alle Jungs da draußen aufwachen und immer noch Jungs sein können. Ein echter Mann ist zart, weich, unfähig und muss beschützt werden. So müssen wir die nächste Generation erziehen.